Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen bei der nächsten Folge von Fallout 4 in VR. Wir sind schon mittlerweile echt weit gekommen, haben einen neuen Freund gefunden, sind jetzt zu viert, zwei Hunde, zwei Kerle im Ödland und haben jetzt noch eine verlassene Stadt gefunden. Die müssen wir jetzt aufpolieren. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Willkommen zurück im Ödland. In einer fremden Stadt. Viel Robots. Mit Mac. Bright. Natürlich habe ich den Namen nicht vergessen. Ich wollte es nur spannend machen. Und Brutus. Was ist da hinten? Eine verlassene Stadt. Jetzt sieht man eine Windmühle. Der werden wir wahrscheinlich auch noch einen Besuch abstatten. Aber diese Stadt hier. Come on, you sons of bitches. Diese Stadt. Der lebt doch. Oder Pro. Ist gewusst. Diese Stadt werden wir mal ein bisschen erkunden. Und schauen, ob wir. Goldblood. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ob wir da ein bisschen Leben einhauchen. Ich werde es aber wahrscheinlich im Zeitraffer machen. Oder. Ich bin mir nicht sicher. Ich hade noch ein bisschen mit dem Gedanken, was ich hier mit dieser Stadt noch anfangen möchte, werde, ob das überhaupt nötig ist oder ob wir einfach... Ob wir der Stadt den Rücken zukehren. Bam! Mit dem Hammer! Junge! Mit dem Turbohammer. Nennt sich dieses Teil, glaube ich. Ich weiß nicht so recht. Ein Settler. Und, oh, geh mal weg. Gehen Sie mal bitte aus. Hier sind wichtige Dinge am Werk. Ein Magazin. Und zwar Western Survival Guide. Aha. Permanently collect extra meat from animal kills. Okay. Da sagt man nicht nein. Da sagt man auch nicht danke. Da sagt man danke. Oder so. Bisschen Geld und Stalker Shotgun. Nehmen wir uns mal an. Ein Wert von 188. If you are not yet in combat, increase bats accuracy, but cost more AP. Ah, weiß nicht so recht. Bottlecaps, Munition, Medizin und nochmal. Was ist ein Welcome Tube? Was ist das wichtig? Wiegt nicht so viel. Deswegen nehmen wir es mit, aber. Nee, brauchen wir nicht. Ach, ich weiß nicht so recht. Einerseits möchte ich. Diese kleine Stadt mit Leben füllen, aber andererseits denke ich mir, für was? Für was? Hier lebt doch eh nix. Vielleicht kann man das bei Zeiten vielleicht schöner machen. Oder einfach nur dem Untergang zurücklassen. Ich bin unschlüssig. Ich weiß. That's it. Auf jeden Fall gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Mach ich's nicht. Bringt mir das was? Bringt mir das nichts? Fragen über Fragen. Vielleicht nehme ich es auch einfach nur aus wie eine Weihnachtsgans. Hast du eigentlich Munition? Brauchst du eigentlich Munition? Hey. Trade. Why not? Ja doch, du hast Munition. Powerhammer. Stimmt, eigentlich müssen wir unsere Feuerkraft noch anpassen. Für die Berechnungen. Mach ich wahrscheinlich gleich im Anschluss.
Also ich kann mir gut vorstellen, man könnte hier schon einiges schön machen. Aber euch jetzt so... Da muss ich groß über nachdenken. Vielleicht überrasche ich euch damit. Das ist wahrscheinlich provisorische Toilette. Ich weiß nicht. Was sagt denn unser Radar? Weil eigentlich haben wir ein Ziel. Wir müssen... hier runter. Ja, zur Vertebrate Facility. Das ist unser eigentliches Ziel. Und da hätten wir lieber hin. Und diese Stadt. Ach, ich weiß nicht, Leute, ich bin so unschlüssig. Es tut mir leid. Es tut mir so schrecklich leid. Ich kann mich nicht entscheiden. Erstmal hacken wir den Computer. Hoffen, dass wir da irgendwelche... Mr. Handy Control. Aber erstmal die Logs. Alan, we finally sprung a slave from the squares from our Freedom Farm Co-op. Mr. Handy from the Netherville suburbs. The tin can wigged out, trying to get back to his slave owners, almost glued the fuss onto us. So Johnny noddled it out and zonked his motivation protocols to just be. Now we call him Professor Goodfellas, just digging the world as it be, owing nothing to nobody. Careful with his other protocols, these cans. Knuckle creeps if they go ape. Ich habe keine Ahnung, was du mir eigentlich sagen möchtest. Choose protocol. Just be protocol. Okay, just be protocol. Yes. Also einfach nur sein. So, was hast du zu sagen? Na, witzig. Also, was wir auch auf jeden Fall machen können. We can now use. Wir bauen. Erstmal suchen. Hier. Recruitment Radio Beacon. More. Nein! Das ist so kompliziert! Mir fehlen da so viele Sachen, oder wie? Aber mir fehlt, glaube ich, auch die Verbindung zu den einzelnen Hubs. Und zwar, wenn wir reinschauen. Transfer. Wir haben nicht wirklich viel drin im Workshop. Jetzt ja, aber vielleicht reicht es zum Bauen. Ansonsten. Ja, finde ich auch. Gebe ich dir recht. Keine Ahnung, was du mir sagen wolltest. Aber ich tue dir einfach mal beipflichten. Nein, es reicht nicht. Also auf jeden Fall brauchen wir hier den Sender oben. Hier. Unsere Gefolgschaft zusammentragen zu können. I sure, ja. Yeah. Aber unser ganzer Shit liegt hier. Und jetzt müssen wir eine Möglichkeit finden, eine Verbindung zu bauen von hier nach da. Das heißt, als nächstes müssen wir in Sanctuary einen Gefolgsmann schicken. Wir müssen herausfinden, wie das nochmal ging. Aber wir wollen uns nicht aufhalten. Also ich werde jetzt kurz die Stats von der Combat Chance nochmal anpassen. Und dann heading wir weiter zu General Ward und den anderen. Bis gleich.
Und zwar haben wir auf der Karte, wenn wir schon auf dem Weg zur Facility sind, schauen wir uns hier die Gegend noch mal ein bisschen an. Und mit Chance wurde konfiguriert. Vor allem haben wir McBride jetzt in die Berechnung mit einbezogen, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist. Ein gutes Zeug. Oh. Company. Company. Ooh, an unexpected brawl. Zeig mal, was du drauf hast. Check the corpse. Eine kleine Kapelle. Da wollten wir rauf, haben wir gesagt. Ich weiß gar nicht. Wer da jetzt noch hinkommen. Komische Gefährte liegen hier wieder. Fahrzeuge, meine ich. Gefährte. Ja, Gefährte kann man, glaube ich, nicht sagen. Auf jeden Fall ein Riesen. Gerät, ein Geschützturm. That'll wake you up in the morning. Das war doch ein Vers von dem Lied. I woke up in the morning and it's like P. Diddy. Ein Gunner, okay. Mensch, immer noch nicht. Über mir. Wir gehen da hoch. Das wäre halt nice, wenn wir ihm sagen, geh da hoch. Und dann kann er von oben uns vielleicht Feuerunterstützung geben. Und jetzt... Okay, und ich gehe jetzt da hoch. Quick save. Kann es von da oben Feuerunterstützung geben oder auch nicht. Wow, fuck. Und wieder runter. Tschüss. Nochmal. Wo schieße ich eigentlich hin? Das war wieder mega clever von mir. Einfach neben dem Scheiß Dingens zu stehen. Okay. Ja, wir wollten doch zur Windmühle. McBride kann man schon mal holen. Hey. Okay. Over here! Say no more. Kommen Sie. Oder muss ich das hier alleine machen jetzt? Immer bleibt alles an mir hängen. Das ist all set when you are at... Nehmen wir auf jeden Fall mit. Munition. En masse. Weapon Workbench. Bisschen Munition. Sehr gut. Oh, hier haben wir auch noch Munition. Ja gut, was erwarte ich auch? Wir haben hier ein kleines Lager voller Gunner. Natürlich haben die Munition. Wäre auch schlecht, wenn nicht. Dafür sind Gunner bekannt. Wie der Name auch schon sagt. Gun. Headshots served. Okay. Werde ich wohl mich dran setzen und die Quote ein bisschen verringern. Ich weiß gar nicht, ob McBride ist auf dem Weg. Ich weiß nicht. Dann gucke ich mich jetzt erstmal kurz selber hier um. Aber so wie es aussieht, ist hier, glaube ich, nichts mehr. Den einen Gunner haben wir erledigt. Der andere müsste irgendwo hier sein. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Mehr ist hier nicht. Aber Munition. Munition ist wichtig.
kurz die eine Leiche holen. Looten. Ach, das ist ein Mähdrescher. Das erklärt natürlich alles. Komische Maschinerie. Keine Ahnung von Landwirtschaft. Hier war doch irgendwo einer. Oder täusche ich mich? Oder da oben? Oder nicht? Ach, dann gehen wir zur Kapelle. Der wird wahrscheinlich eh nichts haben, was von Bedeutung ist. Und daher können wir einfach weitermachen. In Richtung Kapelle gehen. Volle Brahmins. Lonely Chapel. Das sieht echt lonely aus. Aber gemütlich. Ja, was heißt gemütlich? Süß. Hello? Leer. Bin mir nicht sicher, ob hier überhaupt irgendwas versteckt ist. Hat man wahrscheinlich versucht zu belagern, warum auch immer. Oh, da geht's runter. Okay. Federal Ration Stockpile. Los geht's. Das heißt also, unter Kirchen werden Vorräte gebunkert. Das muss man sich merken. Wenn mal die Welt untergeht, dann ist die erste Stelle die Kirche. Obwohl es sehr mysteriös aussieht für ein Lager. Geschütze. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Los, Fass! Wow, der kann fliegen. Sind es überhaupt Raider? Ja, es sind Raider. Nicht, dass ich hier irgendwie eine Dummheit anstelle. McBride, du hast für dein Geld. Boom! Die anderen vergnügen sich. Und ich schaue mir hier. US Covered Operation Manual. You collect an issue of US Corporation Operation. Irgendwas Manual. Apparently more difficult to detect while sneaking. Yes. Das ist doch gut. Das ist sehr gut. Das können wir gebrauchen. Was haben wir hier? Don't worry, sis. To my big sister Red. Red is Lily. Okay, das könnte interessant sein. Don't worry, sis. Oh Gott. Damn it, I'm sorry, sis. I don't know what happened. I was covering the entrance to the entrance like you told me. We had Tower Tim's little nuggets on the run. Damn blam. Remember a face full of Plaster, damn nothing. When I wake up, I was here to Bettina brewing with Tower Tom's ugly was at me. They have been good to me so far, but I think it's because they went our food. Don't give them a thing, sis. I find a way out. Oh Gott, die Schrift. Aber das ist von der Mod irgendwie wahrscheinlich verhunzt. To my big sister Red, I've got to send more of those Dings, snake cakes, otherwise Tom said he's gonna chop me to bits. I'm scared. He's a real intimidating guy. Please send more cakes. Think of your sister Mel. Mhm, und der letzte. I don't know how much longer they are going to let me live if you keep sending those loosey supplies. The night eggs. Come on. My life is on the blah 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 here, Red. I hear them I talking all about what they're gonna do to me if the next shipment doesn't have better stuff. It ain't good. No more eggs, Lily.
Hat das mit den Eiern zu tun? Wohl doch nicht so gute Menschen, wie sie einst geglaubt hat. Nuka-Cola Quantum, ja, leuchtet gut, nehmen wir mit. Und hier haben wir noch einen Computer. Dann hacken wir doch mal zugleich. Passwort ist Pace. Beantown Bastards. Okay. It has caught a pair of Tom's goons sniffing around the front entrance. Then I interrogate them and it sounds like the liquid diet I've got going over at the brew ain't working so well for them. Apparently Tower Tom's got some sort plan to fight his way in here and steal our food. I would like to see those drunk idiots try. Lil's gone. Tower Tom and his boys made a run on the stockpile today, and in the chaos, Lil went missing. I went out a crew to see if anyone could find where she went, but I'm fearing the worst. If Tom somehow got his hands on her, I will rip out that bastard's heart and nail it to my wall. Son of a bitch, Tower Tom's got Lil. He's making her write me letters, begging for supplies. Says he's going to cut her up if I don't. I tried to get a crew together to go rescue her, but they talked me down. Said Tom would just kill her if we make a move. But we've got to do something. I will give them a big fuck his food for now, but not before our mutts get a chance to mark it. Okay, ich verstehe so langsam. Something's not right. Got another letter from Lil, but something's off. She called me Red. I hate that name and she knows it. I think something's happened. Tom recruiting hard now that he's got our provisions. I'm gonna send one of my boys to sign up. See if he can't figure out what's going on. No sign of Lily. Fuck, fuck, fuck. The man I sent to Beantown Brewery said there was no sign of Lil anyway. In the place, Tom must have moved her somewhere. I've sent out a crew to start looking for hanging in there. We are coming. Okay, interessant. Das heißt also, wir sind hier in dem Hauptquartier von der besagten Red, die Schwester von Lil. Was ist denn da los? Ich erzähle gerade was von der Schwester von Lil, die quasi von Howard Tom entführt wurde und benutzt wird, um Supplies zu bekommen. Okay, und die letzte bekannte Aufenthaltsort war Brewery. Ben's Brewery. Irgendwie Beans Brewery. Ob wir da hinkommen? Guck mal, ob man vielleicht zufällig das auf der Karte sieht. Ich bezweifle es. Vielleicht zufällig. Wenn wir da mal zufällig hinkommen, können wir mal schauen, ob wir etwas finden. Wir haben jetzt auch keine Quest bekommen in der Richtung. Nein. Ja, es wird spannend. Wer ballert denn hier da so einfach rum? Samuel, das kann ins Auge gehen. Passwort. Jetzt auch nicht mehr. Mal kurz das mit, weil das kann ich verbessern. Auf jeden Fall richtig viel Zeug. Ist schon mal sehr gut. Ballert zwar noch irgendwo im Hintergrund jemand rum, aber das wird ihm auch bald vergehen. Oh, Lied! Fucking Lied! I love Lied. Duct Tape. Munitions. Hardened Sniper Rifle. Ich liebe englische Wörter. Noch mehr Supplies. Noch mehr zum Handwerkern. Mal kurz, wir haben hier, das ist eine Weapon Rank Badge, dass ich kurz hier die Waffen, die ich sowieso nicht brauche, verkaufen brauche ich nicht, ich habe genug Kohle. Die Sachen da wegmache. Okay. Irgendwo ballert einer rum. Und wahrscheinlich in der Richtung. Kampfposition einnehmen. Okay.
Okay. Und runter. Licht aus. Warum ertönt jetzt die Melodie? Das ist sehr merkwürdig. Sind wir hier irgendwo? Ein Safe? Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Expert haben wir. Sehr gut. Na! Das Coole ist, wenn in einem Safe Bobby Heads sind, also Dietriche. Yes. Das ist einfach eine Win-Win-Situation. Munition, sehr gut. Und Silber brauchen wir, glaube ich, Gott gar nicht. Ob wir es jemals brauchen, ich weiß nicht. Wir wissen ja, was wir brauchen. Und zwar Munition. Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Ich kann euch aber nicht sagen, woher. Ja, es gibt mir Munition. Ghost, könntest du aber bitte, danke. Haben wir hier? Ich glaube, ich habe mich... Na, ja, das ist schon der richtige Weg. Da geht's weiter. Ich habe mich ein bisschen verirrt, glaube ich. Ghost! Geh aus dem Weg. Serious Business hier. Aha. Noch ein Tyrant. Okay, dann gehen wir hier weiter. Es scheint doch ein größeres Gebiet zu sein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Master. Storage Lock Terminal. Der eine hatte ja ein Passwort. Könnte es sein, dass es das Passwort für dieses Terminal ist? Ich habe es jetzt nicht genommen, weil ich es ja schon unlocked hatte. Na Gott, mal gucken. Federation. Rüber da. Das war ein Federation. Bin mir nicht sicher, ob das kompatibel ist mit dem Terminal. Yes. Memo. Attention, security upgrade. In response to recent event, this facility will be operating under high-end security starting immediately. Identification must be worn at all times while on grounds. Civilians must be checked in and given temporary identifications while on the premise. This includes civilian staff and vehicle operators. There will be no exception. Ja, die Standard halt. A group of civilians has discovered the hatch leading into the old tunnels connected to his facility. Simply surveillance of this exit point is no longer adequate. A minimum of 3 men will be stationed at this point until we can find a way to better secure this route or seal it up entirely. Also, I do not want to hear any more complaining about our choice to build this federal storage facility into these tunnels or the struggle of the retrofit operations. The decision has been made within the improvement budget and it's done. The second point will be handled and the facility will continue to serve its purpose. Mhm, okay. Auf jeden Fall machen wir Tür auf. Ich will wissen, was hinter dieser Tür ist. So. Quick save. Quick save. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich weiß, wo wir sind. Nee, das kann nicht sein. Nein, hier waren wir doch nicht. Okay. Hm. 25% Chance to disarm attack is on a successful block. Wir blocken nicht. Wir ballern. Hier waren wir noch nicht, nein. Ich habe gedacht, dass wir... Wow, nice shot, Digga. Alter, Brutus. Es tut mir jetzt aber leid. War echt nicht mit Absicht. Alter. Ein fucking Fatman. Ja gut, ist nicht der erste Fatman, den wir schon gesehen haben. Huh.
Haben wir ja schon gemacht. Got my caliber? Mhm. Haben wir ihn auch schon? Nee. Mann, ist das groß, die Facility. Ja gut, es ist halt auch ein... eine Einrichtung der Regierung. Mit Alarmanlagen. Hier geht's wahrscheinlich hier raus. Na, zur Sicherheit gehe ich mal kurz diesen Weg ab. Ja, hier geht's raus. Wo? Commonwealth, ja klar. Steht ja nicht, wo man im Commonwealth rauskommt, aber das werden wir gleich mal näher beleuchten. Gehe aber noch die... Oh, fuck! Jetzt wissen sie, dass ich da bin. Ich jump jetzt da durch. Mhm. Ein Staff Boy, okay. Aber mehr ist hier auch nicht. Warum sollte ich zum Teufel nochmal hier rüberspringen? Wenn es hier doch gar nichts gibt. Mensch. Und dann gab es da unten noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Wasser. Ne, Wasser gab's vorher nicht hier. Oh Mann. Ja, das ist der Weg hierhin. Okay. Das war mit der komischen Lampe. Es ist schon wie so ein Labyrinth aufgebaut. Oder ich stelle mich jetzt einfach nur ein bisschen dumm an. Mhm. Ah ja, okay. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Kannst du das noch anlocken? Nice. Nice. Du sagst es. Oh. Short Combat Rifle. Die nehmen wir mal mit. Und das komische Etwas. Okay, was haben wir hier noch? Nichts. Es war, glaube ich, mal eine Falle. Was? Einfach unachtsam durchzuballern. Aber ich glaube, die Gegend haben wir jetzt gesichert. Jetzt bin ich mal gespannt, auf welcher Seite ich rauskomme. Der Bright ist wahrscheinlich schon richtig aufgeregt. Mal da hoch. Bin ich mal gespannt. Fuck! Ist es ein Freund oder Feind? Ist ein Attack Dog! Jo, scheiße, direkt in der Raider Base gelandet. Now hit me like you're really mad at me. Gleich mal heilen. Nein, die Tür wollte ich nicht zumachen. Mission ist gut. Quick Save. Wer von denen ist Freunde oder Feinde? Das sind mir viel zu viele Hunde.
Ja, McBride ist sich zu schade. Schütztürme auszuschalten. Schon gemerkt. Aber ich glaube, hier ist jetzt Ruhe. Wir haben eine kleine Raider-Base ausgenommen. Von hinten. Damit haben sie nicht gerechnet. Looten noch den ganzen Scheiß. Übrigens ist es, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Reduce Falling Damage by 50. Okay. Free Staff! Ups. Scheiße, ich trage zu viel. Viel zu viel Zeugs. Irgendwas müssen wir rausnehmen. Die Qual der Wahl, wir haben einfach viel zu viel Zeugs. Das kann, glaube ich, weg. So, nur kurz, dass ich laufen kann. Attack Dog. Haben wir hier noch? Security too good. Scheiße. Na gut. Eine kleine Raider-Base ausgenommen. Hier mal kurz mal auf der Karte schauen. Wo wir eigentlich sind. Ja, hier. Ration Stockpiled. Near Chapel. Und near Deathclaw Valley. Gut. Es regnet, es wird dunkel. Hier campieren wir es fürs Erste. Und dann geht's weiter. Das gefällt mir, so eine kleine Raider-Base ausgenommen. Desto weniger Raider hier im Ödland hausen, desto besser. Und deswegen würde ich sagen, reicht's für heute. Ab zur Atmod. Bis gleich. Es hat schon was Gutes, sich im Ödland ein bisschen wahllos durchs Ziel rumzuirren. Denn man wird überrascht von kleinen Dingen oder auch langen Gängen. Und vor allem von vielen Raidern, die wir umnieten können für die Munition, die wir eigentlich brauchen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir nähern uns beim nächsten Mal der Facility und schauen, was uns General Ward als nächstes als Aufgabe gibt. Bis zum nächsten Mal, euer General Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.